habe Angst. Guten Morgen aus Monticello. Heute geht's nach Moab bzw. Canyonlands National Park. Das beinhaltet den Schäfer Canyon. Den fahren wir gerne nochmal hoch. Das haben wir 2018 schon mal gemacht. Das war so geil. Muss ich unbedingt mal nochmal machen und euch zeigen. Ja, eigentlich war Frühstück geplant bei Subway. Aber wir klemmen es uns mal wieder, weil wir haben nie genug Zeit. Ich habe zwar genug Zeit eingeplant für alles, aber dieses Essen gehen, das, egal wo es ist, selbst wenn es Fastfood ist, es kostet einfach jedes Mal eine halbe bis dreiviertel Stunde und das kann ich nicht immer machen. Da können wir die Zeit echt besser nutzen. Deswegen, wir packen alles ein, ist jetzt 8 Uhr. Und dann starten wir durch. So. Irgendwie hat jeder zweite hier so einen Anhänger mit einem ATV drauf. So, hier zur Rechten kommt jetzt der Church Rock. Ich weiß nicht, warum der Church Rock heißt, weil der sieht überhaupt nicht nach Kirche aus. Ich hätte eher, was weiß ich, vermutet, dass man Glocke sagt oder was weiß ich, dicker Mönch oder eine Kaffee, einen Teekessel oder was auch immer, aber wie eine Kirche sieht das Ding nicht aus. Also wenn man so ein bisschen seitlich steht, dann sieht es ein bisschen anders aus, ist ein bisschen länger, aber immer noch nicht wie eine Kirche, eher wie ein U-Boot. The Rock, 16 Kilometer hinter dem Wilson Arch. Da rein zu gehen, das lohnt sich irgendwie nicht, weil es ist erstmal kostet es Eintritt und man darf da noch nicht mal Fotos machen oder filmen. Also das ist nur irgendwie eine alte eingerichtete Wohnung, weil da damals mal Leute drin gewohnt haben, in dem Felsen. Das ist jetzt ein Teil dieser alten Wohnung. 5000 Quadratfuß. Ich weiß nicht genau, wie viel das in Quadratmetern ist. Das ist eine 12-minütige Tour. Ich glaube, $5 pro Person oder so. Aber wie gesagt, wenn ich nicht fotografieren kann, ist sowieso schon mal Quatsch. Ja, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen rum, ne? Leute lassen sich was einfallen. Morning. Hm.
besonders viel gibt es ja hier nicht. Leere Regale. Vielleicht ist das so bekannt und berühmt, dass sie ständig leer gekauft werden. Wer weiß. Fingerpuppen. Also, bei manchen Sachen fragt man sich echt, wer kauft sowas? Oder hier so kleine Kamele oder Lamas oder Alpakas. So, mit diesem Taler hier kommen wir in den Petting Zoo rein und uns noch ein bisschen Futter geben lassen. Jetzt werden wir gleich erstmal schön frühstücken. Guten Morgen. Ja, geht doch. Ja, guten Morgen und die. Keine Möhrchen, ne? Nein. Das ist nur für das. Nur fürs Kamel. Das ist nochmal hier. Das schmeckt so. Die Möhrchen. Da war der Finger halt mit drin. Gibt es da noch eins von? Weiß ich nicht. Ja, dann lass mal noch ein Möhrchen, falls wir noch einen finden. Okay. Das war's erstmal. Für dich. Schluck auf oder was? Jetzt gibt's Food. Oh, jetzt wird's krass hier. Alter, der kriegt nichts von mir. Da habe ich Angst. Ey, wenn ich so ein Schälchen hier da rein tue, das ist halt weg innerhalb von einer Sekunde. Und das Kamel ist schon wieder da. Aber das ist nur das eine Kamel. Also hätten wir mal vorher gewusst, dass die Sonne hier viel besser klarkommt. Und? Gut? Lecker, ne? Der guckt schon da durch. Schön mit Eselsalbe. Wir holen noch ein bisschen was nach. Das war alles für 25 Cent. Ganze 8 Loops oder so kam da was. Toll. Ich glaube, du musst das in den Röhren schmeißen. Ach. Oder was? Oh, Alter, du wirkst echt ein bisschen bedrohlich, muss ich zugeben. Soll mal lecken? Oh, das war der halbe Eimer. Krass. Oh, den habe ich fast übersehen. Der ganze Bart hängt voll mit Krümmern. Oh, Junge, nicht so gierig, Alter. Ey.
Ja, ihr wollt auch, wo? Hast du denn noch dran, wenn ich dir was gebe? Ich schütte das hier rein. So sieht dann unser Frühstück aus anstelle von Subway. Arch Trail. 3 Meilen insgesamt hin und zurück. Also knapp 5 Kilometer. Wir sind jetzt gerade 250 Meter gegangen oder so, aber es ging nur bergauf. Ich bin schon das erste Mal kaputt. Naja, aber hier geht es jetzt über Bahnschienen. Und wir gucken mal. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute schaffe hier, weil da gibt es wieder so ein paar steile Abschnitte und eine Leiter und all sowas. Zu sehen ist er schon mal. Ist, glaube ich, noch ein ganz schönes Stück, aber sieht ja schon mal nach was aus. Ja, und wie man sieht, überall sind Leute. Da oben auf dem Weg, überall laufen Leute lang. Nur da geht so eine Leiter hoch oder runter, beziehungsweise ist einfach nur steil und geht mit so einer Kette rauf. Und ich glaube, das schaffe ich nicht. Da sind wir. Hier heißt es Trail links. Und da geht's hoch. Ja, ja, aber bis dahin. Ich hab's gemacht, einfach gegangen. Nicht runtergucken, gar nichts, einfach hochlatschen. Immer dieses bergauf gekraxelt, ey. Ja. Uhr 17. Wir sind angekommen. Also Stunde 20 gebraucht für, ja, weiß nicht, 2,4 Kilometer, glaube ich.
Und jetzt kann ich das Ding mal hier von unten zeigen. Und über Kopf. Ja, ist auf jeden Fall super krass. Ist was ähnlich wie der Delicate Arch. Und die Wanderung mindestens genauso gut. Jetzt habe ich nochmal den Überblick. So, von da sind wir jetzt gekommen, hier hinten rum. Da geht es die Leiter runter. Dann da hinten durch. Und da irgendwo. Da hinten ist dann das Auto. Aber sehr schön. Rauf haben wir also jetzt gebraucht für den Corona Arch 1 Stunde 20. Runter war es eine Dreiviertelstunde. Ungefähr 20 Minuten waren wir oben. Haben uns ausgeruht und so. Tolles Teil. Dummerweise habe ich dann aber irgendwie nicht gedankt. Vorher mal. Und eigentlich wollte ich dann direkt den Schäfer Canyon hochfahren. Also musste ich jetzt wieder zurück nach Moab. Sind zwar nur 16 Kilometer, aber dauert ja auch seine Zeit. Ja, jetzt haben wir vollgetankt und jetzt holen wir uns bei Wendy's mal eben noch einen Burger mit Fries. Dann geht's aber los. Also, Schäfer Canyon rockt. Und so wird aus Wendy's McDonald's. Wir haben so lange da gestanden bei Wendy's, also was heißt so lang, aber 5 Minuten und es hat sich nichts getan. Also wir sind nicht ein Auto vorwärts gekommen und hat mehrere vor uns. Wir wollen es aber jetzt mal eben schnell haben, deswegen haben wir uns für McDonald's entschieden. Hat auch noch nicht mal was damit zu tun, nämlich es gibt hier nichts anderes. In Moab gibt es scheinbar keinen Sonic, kein KFC, kein nix. Ist mir ein Rätsel. Hier sollte man sich beeilen und irgendwas davon aufmachen. Fast konkurrenzlos. Das ist eine Fanta in Amerika. Also er sieht gar nicht so unreal aus. Also es ist nicht so, wie man es manchmal so kennt. Aber die tun die auch in so Pappschachteln. Das finde ich ganz cool. Schmeckt auf jeden Fall besser als diese üsseligen normalen Cheeseburger. Also das hier, naja, ist halt immer noch Fast Food, aber es schmeckt okay. Nein, das ist lecker. Die Gurken schmecken total gut. Das kommt einem hier dann auch immer entgegen, klar. Winke, winke. Die fahren natürlich hier her, als wäre hier nichts. Für so ein SUV ist das so ein bisschen Herausforderung, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall kein 4x4 erforderlich. Das habe ich ja auch schon mal mit einem Suburban gemacht hier. Und ich habe extra den Geländegang nicht eingelegt, um zu sehen, ob das geht. So, die Frau habe ich jetzt mal da oben auf dem Felsen platziert. So haben wir jetzt irgendwie zwei verschiedene Sichten. Einmal meine und einmal die von außen. Thank you.
we're born. Some fall into it as time moves on. Some are defenseless when Cupid strikes. But I've been heartless ever since I opened my eyes. I'm gonna run from love. Yeah, I'm gonna run from love. Ain't nobody gonna get me to slow it down. I'm gonna run from love. Some are weary and some are lost. Some keep their spirits up at any cost. Some pay the price and some only talk. But I've been feeling nothing since the day I could walk. I'm gonna run from love. Yeah, I'm gonna run from love. Ain't nobody gonna get me to slow it down. I'm gonna run from love. Zum Canyonlands National Park. Das heißt, das ist auch gleichzeitig der Übergang von Potash zu Schaefer Canyon. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir kommen erstmal oben an so einem T-Stück. Da fängt der Schaefer Trail an. Aber das ist nicht mehr weit. Wir fahren natürlich nach rechts Richtung Visitor Center. Das ist dann der Schaefer Canyon. Und hier ist also auf jeden Fall nur Jeep-Strecke. Das ist, wer es gerne mal sehen möchte, White Rim Trail. Ja, einfach bei YouTube angucken. Da findet man ausreichend Material.
Von Gravel Road, da fährst du am besten ein bisschen schneller. Aber wenn man langsam fährt, dann rappelt das viel mehr. Jetzt habe ich ausgerechnet den Moment verpasst, wa? Oder nicht? Doch, hier ist es nicht mehr so schlimm. Toll. Hätte ich mir sparen können, die Aufnahme. Tschüss! Das ist jetzt nochmal der Schäfer Canyon Trail Overlook. Aber haben wir, glaube ich, vom Schäfer Trail selbst bessere Aufnahmen. Das ist jetzt hier Islands in the Sky auf dem Weg zum Mesa Arch. Aber hier sieht es aus wie ein, was weiß ich, in Montana oder so. Alles grün, nichts von Canyon zu sehen. Kurz nach 18 Uhr sind wir jetzt noch eben zum Mesa Arch gewandert. Das sind nur, weiß nicht, 500 Meter oder sowas. Hier ist natürlich relativ viel los. Obwohl für die Zeit eigentlich nicht. Sonst sind hier deutlich mehr Leute. Sind aber auch gerade zwei Gruppen gegangen. Wir sind in Moab im Virginian Inn, Raum 231. Also von den Möbeln her und auch dem Boden sieht es recht vernünftig aus. Hier ist noch ein Sessel, ein kleiner Tisch, Leselampe. Mikrowelle, Kühlschrank, großer Spiegel, dicker Mann. Ordentlich was an Handtüchern. Klo und Dusche. Ja, der Geruch ist gut. Sieht relativ, also größtenteils sehr sauber aus. Badewanne, naja, geht so. Aber die Klimaanlage stinkt nicht. Die Betten sehen sehr gut aus. Nur der Check-in. Oh Gott, das war ein Scheiß. Ich habe fast eine halbe Stunde für Check-in gebraucht. Man hat da so einen Automaten angebracht, wo irgendeine Asiatin irgendwo vor einem anderen Monitor sitzt und du tippst dann auf den Bildschirm und dann musst du deine Reisepass einscannen und dann deine Karte da reinschieben. Dann druckt die dir auf einmal hier so Keycode-Karten aus. Ey, aber das hat es bei der Vorkundin ja, auch schon nicht geschafft, gepasst. Deswegen habe ich da schon eine Viertelstunde drauf gewartet und dann kam zum Glück ein Mitarbeiter vom Hotel, den es scheinbar noch gibt, und der hat das dann für mich geregelt. Und, ja, oh Mann, aber ich wollte mir eigentlich noch was von der Stadt angucken und eigentlich wollten wir auch was essen gehen hier. Weil hier gibt es auch einen El Tapatio, einen Fiesta Mexicana und auch ein, was war das noch? Achso, das Moab Diner. Aber jetzt hat das alles so lange gedauert und ich will ja auch morgen um 6:30 im Arches sein. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie um 5 Uhr irgendwas aufstehen. Keine Lust mehr heute. Ich bleib jetzt einfach hier und fertig. Betsy hat sich eine Stunde später noch die Mühe gemacht, sich auf einen kurzen Blick ins Moab Diner zu begeben, was direkt in der Nachbarschaft liegt.
Das Lokal ist im 60er-Jahres-Stil eingerichtet und bietet montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr sowohl Breakfast als auch Lunch und Dinner an. Eröffnet wurde es übrigens auch schon in den frühen 60ern, wechselte allerdings auch schon dreimal die Besitzer, zuletzt im Jahr 2019. Was der Vielfalt der angebotenen Speisen jedoch auch wieder keinen Abbruch tut. Die Speisekarte mitsamt aller Preise findet man unter der eingeblendeten Adresse. Für diesen Vlog war's das dann aber jetzt. Ich danke fürs Ansehen, dein Abo, wenn noch nicht geschehen, und dann sehen wir uns im nächsten Beitrag wieder. Ciao!